Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen bei Techniklampen Music. Heute möchte ich euch ein Music Man von der Marke Technax Angel DAB Plus Radio vorstellen. Ja, weil es gibt kein ausführliches Video von dem Ding. Das werde ich jetzt deswegen machen. Ein Unboxing, zeitgleich auch ein Durchlauf, wie das Ding funktioniert, ob es wirklich DAB Plus hat, weil laut Beschreibung, laut Packung steht hier DAB Plus Radio, Bluetooth, also DAB Plus Radio, Bluetooth, hier ist oben auch nochmal DAB abgezeichnet. Mehr Radio soll angeblich sein. Hier ist das kleine Display, ja, der Punkt hier, der ist von außen, also nicht direkt, glaube ich, von innen, wollen wir hoffen. Und ja, so sieht's aus. Ganz viel beschrieben. Das werde ich euch aber alles nicht durchlesen. Von hinten schaut so aus. Hier sieht man auch schon, dass es angeblich DAB kann. Sieht aus wie ein LCD-Display, kein OLED, leider, was ich bei den Geräten vermisse. Kein OLED-Display, leider LCD-Technologie. Hier sieht man, dass es in verschiedenen Farben gibt. Einmal in Schwarz, Silber und Blau. Und hier sieht man dann nochmal, dass da die Antenne angeschlossen ist. Ich hoffe, diese Antenne ist auch dabei. Hier sieht man auch wieder ein bisschen, dass das eine LC-Technologie ist. Ja. Hier sieht man, dass man einen USB-Stick drin hat bei dem Bild. Und hier sieht man, dass halt, wenn es, sage ich mal, da sagen darf, Ehepaar oder zwei Frauen, dass derjenige mit dem Handy per Bluetooth gekoppelt hat, also kann eigentlich angeblich auch Bluetooth, hier steht Bluetooth Soundstation BTX oder BX 29, ja genau, ja, in Schwarz sieht man ja auch, ne? Ja, genau so schaut's aus. Hier ist auch nochmal viel beschrieben. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ja, dann packen wir das Ding mal aus. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Aber wenn es sich nicht gelohnt hat, das wäre dann ärgerlich. Aber ich hoffe, ich gehe auf gut Glück. Oh weia, mir kommt schon was entgegen. Ich werde es mal so rumtun, dann, ja, mir kommt dieses Teil hier entgegen. Die Halterung. Also Technax ist eine deutsche Marke, kann ich euch sagen. Keine Shiner-Marke, das ist das Coolste. So, da haben wir das ganze gute Stück. Einmal den. Oh, das ist nicht so schön. Ah, jetzt ist weg. Wurde mal wieder umgeschlampt von der Fabrik. Ui, ist der schwer. Hier ist er dann. Gebürstetes Aluminium. Okay. Ja, der hat sich jetzt nur schwer angefühlt, aber der ist wirklich sehr leicht. Und hier ist das Loch auch, hier oben in der Ecke. Warte, sieht man es da oben? Dieses Mikroloch. Also, schön. Und es ist tatsächlich, sieht im ersten Blick aus eine OLED-Display. Also wie eine OLED. Ich kann jetzt nicht erkennen, dass das jetzt eine LCD-Display sein soll. Könnte OLED sein, ich hoffe es. Hier unten hat man den Fuß. Boxen. Das sind natürlich nur 3 Watt Lautsprecher. Genau. Hier ist nichts mehr drin.
Hier haben wir jetzt einmal dicke fette Bedienungsanleitung. Braucht kein Mensch. Hier hat man den Akku. Hier hat man das schöne Kabel. Das ist sehr gut verarbeitet. 3,5 Klinke. Fail. Antenne. Nice. Aber irgendwas fehlt jetzt hier. Nee, da ist es doch. DC Rundstecker auf USB. USB 2.0. Genau. Ja. Dann werden wir jetzt erstmal den Akku aufmachen. Ja. Der hat natürlich wieder bestimmt nur 400 mAh oder 600. Technics 600 mAh, 3,7 Volt. Ja, das geht gut. Könnte man größeren machen, aber mal bestellen. Gut, dann werden wir den mal jetzt einsetzen. Bevor wir den aber einsetzen, hier wie bei JTech auch 3,5 Klinke plus Antenne. Das sieht man da. ANT ist für Antenne. Kopfhörerbox. USB 2.0. DC 5 Volt. Line in. Power off on. Und Micro SD. Ja, genau, hier unten haben wir den Akkufach. Den macht man so auf. Genau, so schaut's aus. Der Deckel, hier ist dann alles beklebt. Ja, dann machen wir jetzt mal den Akku rein. Der Akku, der kommt so weit. Fail. Noch passiert nichts. Das ist gut. Jetzt müssen wir gucken, wie wir den ganzen Scheiße wieder zukriegen. Nochmal ganz kurz ein Gruß an Norbert raus. Das ist mein lieber Busfahrer. Der hat es möglich gemacht, dass ich das bekommen habe. Ich teste das jetzt probeweise und dann muss jetzt erstmal schauen, wie das jetzt hier reingeht. Ich will ja jetzt so abbrechen. Genau, ich hoffe, dass er geladen ist. Man sollte eigentlich den Akku erstmal entladen. Und dann muss ich dazu leider gleich das Licht ausmachen, weil ich weiß nicht, wie gut das Display ist. Hier sieht man die Knöpfe, die Bedienelemente, die sind hochglanzpoliert. Sieht man auch, dass sie schon glänzen. Dann haben wir einmal, das sage ich euch im Voraus, das ist nicht wie JTech Mini Bus Cube oder andere Boxen. Hier haben wir einmal die Mode-Taste. Play, Pause, Schrägstrich, Stopp und Telefon ist da abgebildet, keine Ahnung wofür. Oder ist das Zurückgeh-Taste? Da keine Ahnung, das werde ich herauskriegen. Dann haben wir Menü. Ach du Scheiße. Revage oder was das heißt. Zurück und Minus. Plus und vor, also weiter. Ja, das ist jetzt ganz anders bei dem Ding. Halleluja. Okay. Dann werden wir jetzt das Licht ausmachen. Klebefolie lasse ich noch drauf. Die Schutzfolie. Die mache ich irgendwann ab erst. Dann geht es jetzt mal los. Wir schalten es ein. In 3, 2, 1 und... Passiert nichts. Das ist schlecht. Dann ist der Akku leer. Das ist schlecht. Dann müssen wir erstmal aufladen. Also Ladekabel anschließen. Das ist schlecht.
Schlecht, schlecht, schlecht. Dann mache ich kurz einen Cut. Bis gleich. Wie kriegt man jetzt hier Pause? So. So, da sind wir. Hab hier meine Powerbank. Ne? Die ist auch voll geladen. So. Ganz kurz zu der Kabeldicke wollte ich nur ganz kurz sagen. Klasse. Music Man denkt richtig. Kabel ist gut dick. Dass Music Man so gut denkt. Ich hoffe, dass Music Man auch an eine Lade-LED gedacht hat wieder. Jetzt werden wir das hier in die DC-Buchse reinstecken. Oh, geil. Direkt an einer Lade-LED wieder. Perfekt. So muss das sein. Schalten wir es ein. In 3, 2, 1 und... Ja. Das ist OLED-Display. Perfekt. Geile Scheiße. So, das sollte man jetzt nicht sehen. Hier hat man jetzt eine beigelieferte Antenne. Die werde ich jetzt da anschließen. Die ist schön lang. Sieht man auch. Werde ich hier anschließen jetzt. So schaut es dann mit Antenne aus. Nice, ist richtig stylisch. Oh, auch unten keine blaue LED dafür. Ist nur rot. Interessant. So, ja, jetzt ist das Display aus. Jetzt werden wir mal schauen. Ah, schönes. Oh, geil. Oder LCD-Technologie, ich weiß nicht, schaut aber aus wie... Oh, geil, Mode. Klicken wir mal auf Mode. EBT. USB. SD. AUX. AUX-IN. Funk, Jazz, kein Service. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ah, List. Nox in 3, ND3, Nox. Geil. Ja, das ist auch so gut ablesbar, glaube ich. Oh ja, auch ohne Kamera ist gut ablesbar. Voll. P13, P2, P3, P. Interessant. Ja, ich glaube, ich muss ja erstmal auf Deutsch stellen, sollte ich mal. Classic, machen wir mal Classic. Ah. Interessant. Kopfhörer. Sorry, dass ich jetzt nicht viel laber oder so. Ich muss jetzt erstmal hier alles schauen, wie das Ganze funktioniert hier und... Bestätige.
starten einfach das Ding nochmal neu. Music Man. Geil. DRB. Full Suche. Machen wir die mal. Ach, der läuft schon. Oh. Hilfe. Interessant. Ja. Programme. Gut, sollte erstmal reichen. Ego FM hat man ja halt so die normalen Sender. Ego FM Energy, machen wir mal Energy. Muss man bestätigen oder geht das von alleine? Ah, man muss. Nee. Jetzt habe ich außerdem auf Mode gedrückt. Aux in Alarm. Oder was soll das? Ah, ne, DAB. Brauchen wir Energy? Machen wir mal Energy. Oder lieber Kultur? Ich weiß ja nicht wegen Urheberrecht. Ah, hiermit, mit der Taste hier. Mit der Taste kann man speichern, also auswählen. Mit der Taste macht man vor und zurück ganz normal. Hier geht man durch das Menü, also durch die einzelne Menüpunkte, so wie Aux-In-Mode und hast nicht gesehen. Gut. Ja. Jetzt mal gucken, ob wir hier ein bisschen Empfang kriegen. Das wäre jetzt mal ein bisschen toll. Oh. Oh, 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 oh. Ja. Den Urheberrecht will ich jetzt nichts hier. Meinen Kopf. So, jetzt haben wir es. Können wir mal einmal kurz testen? Die eisigen Flüsse sollen dich in einer geschlossenen Blüte forttragen. Ah, wenn man hier lange drückt, auf den Knopf hier lange drücken, da lange drücken, dann macht man die Lautstärke. Verändert wirst du auf dem Staubblatt erwachen und sehen, der Prediger, der neben dir schläft, von weit her kommt. Berlin, Chengdu, kenne ich. Wisse, dass ich es bin. Dass wir zu Beginn einer neuen Reise wieder zu Hause sind. Dabei wird mir schnell klar, dass diese Reise nicht um die Welt. Ja, das Stottern ist jetzt ganz normal, weil ich hier keinen DAB-Empfang habe im Zimmer. Man sieht es hier. Da, nur ein Balken. Ich kann ja auch mal kurz einen anderen Sender ausprobieren. Machen wir mal kurz Energy. Wenn wir den hier finden, da, Energy. Bestätigen. Na, hoffentlich kriegen wir hier Energy überhaupt rein. Mach ich mal ganz kurz an, wegen Urheberrecht. Sieht geil aus. Funktioniert gut. Was haben wir denn noch hier für Sender? Klassik, Kult-Hit, DB Radio 21, Holiday, Teddy, Schlager, Schwarzwald, SSL, gucken, was das hier für ein Sender ist. SSL. Fail. Geht sogar. Oder?
Sichert euch beim Sunshine Live Beatbuster dreimal täglich bis zu 300 Euro. Nennt uns Songtitel oder Artists der Beatbuster-Collagen. Das war auf jeden Fall David Guetta, Fiesto und ich glaube auch der Song Bad Memories. Und sichert euch für jede richtige Antwort 50 Euro. Schönes Display, schönes Design, schöner Sound. Das ist der Beatbuster auf Sunshine Live Electronic Music Radio. Sunshine Live feiert mit euch zur Retroactive, the 90s and 2000s Rave am 23. März im Maimax-Club Mannheim. Nicht schlecht, ja, sehr gut. Also, muss ich ehrlich sagen, wow, ich bin positiv überrascht, dass es so eine vernünftige Teleskopantenne sogar gibt. Wow. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier in den Einstellungssettings reinkommen. Müssen wir jetzt mal gucken hier, dass wir jetzt keinen Mist bauen. Ah, man kann sogar Wecker, lol. Ja, ich muss das jetzt erstmal nur alles hier auf Deutsch kriegen, erstmal. Vorher braucht man hier gar nichts machen. Zeit. Sprache, da ist schon auf Deutsch wohl. Bestätigen. Deutsch, ja gut. Müssen wir mal schauen hier. Also Einstellung wäre dann hier der dritte Knopf. Wenn man den lange gedrückt hält, dann kommt man in die Einstellung, in die Systemeinstellung. Und dann kann man mit hier mit rechts und links, hier rechts, links Cursor-Tasten, kann man dann hier alles einstellen. Wecker. Wecker 1 und 2. Schlafensmodus. Keine Ahnung. Siehst auf. Hintergrund. Gehen wir mal bei Hintergrund rein. Bestätigen. Bestätigen immer dann hier vorne mit. Bestätigen, wo der auch der Hörer ist. Wahrscheinlich ist dafür der off. 5 Sekunden. Ah, hiermit kann man die Hintergrundbeleuchtung 10 Sekunden, wie lange man dauerhaft anhaben will. Off. Off heißt wahrscheinlich immer an. Dann werde ich das erstmal 30 Sekunden machen, weil dann kann ich erstmal mich damit durchfinden. Oder ich stelle das mal auf eine Minute off, also auf aus. So. Jetzt gehen wir nochmal in den Settings rein. Oh wei. Nicht so einfach. Ja, es ist ja schon wieder falschen Knopf gedrückt. So, jetzt haben wir es. Oh, es wird schon warm. Es wird auch geladen. Man sieht es da oben. System. Hintergrund. Kontrast. Oh. Gucken, was wir bei den Kontrast da einstellen können. Ah. Nee. Oh, jetzt habe ich zu lang gedrückt. Lautstärke. Scheibenkleister. Ach, kostet fix. Ja, okay, den Kontrast sollte man. Ja, gut, in echt sehe ich es besser. Wenn der Kontrast hoch ist. Aber gucken wir mal, was passiert, wenn wir Kontrast ganz runterstellen. Hintergrund, Kontrast. Also fürs Handy ist es total überbelichtet. Eindeutig. Das wäre dann auf 22 wäre es fürs Handy gut. Wir können ja mal ganz runterstellen. Oh ne, ganz ist doof. Das ist ganz doof. Ja gut, ich komme eben jetzt in echt hier. Ah, für mich wäre der Kontrast in echt wäre auf 32 gut. Lassen wir dann mal. Fürs Handy ist nur natürlich überbelichtet.
Ja, genau. Was haben wir denn noch hier in den Einstellungen? Gehen wir mal zurück. Sprache. Kontrast mehr haben wir nicht. Ich stelle den Kontrast doch mal fürs Handy besser runter. Machen wir mal auf 22 war das jetzt. So. 22 bestätigen. Ja, genau. Jetzt haben wir mal guten Empfang. So. Hier zeigt er jetzt natürlich ein Kopfhörersymbol an. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man Kopfhörer damit anschließt. Was dann jetzt passiert auch damit. Aber genau kurzen, also genaues Fazit, genauen Test werden wir damit mal später durchführen. Das sollte jetzt erstmal nur ein kleines Unboxing sein. Sollte ein kleiner Durchgang sein. Was damit funktioniert, was damit wirklich wahr ist. Ja, genau. Und wenn man hier vorne, also man kann hier vorne durch die ganzen Menüs durchgehen. Solche durch die SD-Karte, USB, DAB, FM und Bluetooth. Also Bluetooth hat es doch. Hiermit kann man bestätigen nur. Also die Bestätigungs-Play-Pause-Taste. Wo jetzt, ob das jetzt ein Telefonhörer hier ist. Na, da. Oder ob das wirklich nur ein Pfeil sein soll, der da nach zurückgehen soll. Also, dass das einfach zurückgeht auch. Hiermit geht man, wenn man lange gedrückt hält, in der Einstellung. Wenn man dann kurz gedrückt, also kurz drückt, ja, dann kommt man hier zu den Informationen. Dann sieht man jetzt hier den Empfangsbalken. Wenn ich jetzt die Antenne mal so ein bisschen bewege, schaut mal, dann geht's ganz weg. Mache ich den mal wieder darüber. Ja, das ist halt hier. Ja. Genau. Das ist hier für die Empfangqualität da. Kann sein, dass die Powerbank hier auch ein bisschen stört. Das ist möglich. Ja. Muss mal mit der Powerbank ausprobieren, welche Powerbanks am besten geeignet sind dafür. Ja, machen wir mal wieder nach oben. Dann war es, glaube ich, am besten. Ja, genau. Da kommt er schon wieder. Da. Genau, dann wenn man nochmal kurz drückt, dann halt die Information. Signalerror. Dann Kanal 5C. Den Megahertz. Kann man dann gucken. Genau. Hier die Uhrzeit. Ne, das Datum, sorry. Dann. Was? Hit Radio oder Hit, ach ne, Bitrate, die Bitrate, wie viel gerade der Bitrate läuft vom DAB Plus, genau. Das werden wir auch mal später checken. Genau, jetzt läuft da der Titel wieder, wird da eingeblendet. Jo, ich glaube, oh, der Akku wird schnell geladen. Also bei den meisten Radios wird halt mit 500 mA geladen. Ich weiß das nicht, ich schätze mal, dass der auch mit 500 mA geladen wird. Der ist schon gut warm. Ich nehme an, dass er mit 500 mA geladen wird auch. Aber der ist gut warm. Oh. Der ist gut warm hier drin. Ja, dann wird er mit mehr Ampere geladen. Also das. Mal schauen wir mal, was sagen die Prozentzahl. 99%, also 1% hat er jetzt verballert. Ja, dann wisst ihr jetzt den Stromverbrauch auch direkt. Für die halbe Stunde jetzt quasi knapp hat er 1% verballert. Genau. Jo. Wer jetzt noch was wissen will, schreibt es bitte in den Kommentaren. Einen richtigen Soundcheck und wenn ihr wollt, Bass-Test und hast nicht gesehen, werde ich alles damit ausprobieren. Wir können auch mal telefonieren darüber, ausprobieren, zumindest einen Sprachassistent. Dann wird das, wenn das mit dem Mikrofon hier oben, dann wird das hier ein Mikrofon da oben sein. Dann wird das auch mit dem Sprachassistent funktionieren, hoffe ich. Das wäre dann nice. Das wäre richtig nice. Ja, genau. Nostalgie. Relax. Big FM. Oh, Big FM haben wir hier sogar. Nice. Ja,
Genau. Aber das ist schön, dass hier unten eine Lade-LED ist. Das ist geil. Ich hoffe, dass das eine Lade-LED ist, dann die auch grün wird. Ja, sieht schon erstaunlich geil aus. Da hat sich schon wieder Mirsman was Gutes eingefallen. Einfallen lassen. Und ja. Ja. Die EF. Machen wir nochmal kurz einen Test. Soundcheck, wenn es geht. Also hier vorne wieder lange drücken. Die Lautstärke zu erhöhen. Schauen wir mal kurz den ganzen. Warte, wie kann man hier Weitwinkel anmachen? So. Genau. Ja, man kann die nur neigen, leider. Nicht so vor und zurück, das bitte auf keinen Fall machen. Irgendwie ist er hier total tot. Das liegt ja aber wahrscheinlich an der Störquelle Powerbank. Ich kann ja mal den Strom abziehen, was passiert. Aber dann besser geht. Ah, dann geht unten die LED aus. Das Radio läuft. Wo man jetzt besser senden kann. Ah, Powerbank sollte man ausmachen. So. Ja, irgendwie hat er hier kein Signal richtig. Das liegt jetzt aber hier an meiner Umgebung, dass also, falls ihr das denkt, das verarsche Techniklampenmusik, das geht gar nicht. Ja, und genau. Lautstärke ist da. Das ist hier wirklich, das liegt am Raum. Ja. Gut, ich mach's jetzt mal aus. Ich werde es jetzt noch weiter laden lassen. Ich sag dann mal bis zum nächsten Mal, euer Techniklampenmusik. Lasst mir ein Like da, kommentieren bitte. Und ich werde ein kurzes Fazit natürlich dazu machen. Ich werde gucken, was Test machen oder von mir aus nur so ein Test. Ich werde das erstmal ordnungsgemäß laden. Und ja. Nochmal kurz zum Angucken, dass es eine Lade-LED hat. Ich stecke jetzt Strom ein und zack, geht an. Das ist geil. Also, Music Man ist spitze. Top. Daumen hoch. Kabeldicke, Antenne. Und die Kabeldicke, wo haben wir die jetzt? Ja. Genau hier. Sieht gut aus, nicht zu dünn, einfach gerade in Ordnung. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ach ja, dicke Bedienungsanleitung braucht man eigentlich kaum. Stehen zwar höchstens wichtige Hinweise, wie das alles funktioniert, aber das Gerät. Oh! So. Ich wollte gerade sagen, ist er voll. Also das Gerät ist eigentlich selbsterklärend. Das lässt sich eigentlich relativ gut selbst erklären. Genau. Ja, ich werde die Displayfolie, glaube ich, mal abziehen. Sieht doch ein bisschen besser aus. Auch obwohl, wenn man es glatt nochmal putzt. So, nochmal mit Lappen drüber gehen. So. Boxen, wie gesagt, 3 Watt. Ob jetzt Passivmembranen hinter sind oder nicht hinter sind, das werde ich nicht gucken. Dafür ist es jetzt doch ein bisschen. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Lasst mir ein Like da, kommentieren. Und bis zum nächsten Mal.